Hi ihr Lieben und willkommen zu Phantasmat, die Herrschaft der Schatten. Ja, wir spielen mal wieder ein Wimmelbitch-Spiel und ich kenne dieses Spiel noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, worum es hier wirklich geht. Ich habe mir mal ein bisschen so welche rausgesucht, die auch ein bisschen Mystik- oder Gruselfaktor haben. Dass das halt nicht zu langweilig wird, das Ganze. Ich weiß, wie gesagt, nicht, um was es hier wirklich geht in dem Spiel. Also, das Ganze wird jetzt auf mich zukommen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr ganz viel Spaß haben werdet. Und ich werde einfach mal losstarten. So, wir haben einmal leicht, wir haben mittel, wir haben schwer und wir haben... Aua. Okay, wir nehmen ganz normal leicht, wie immer. Man kann den Schwierigkeitsgrad ja später noch ändern. So. Aus Dr. Corfins Tagebuch. 4. November 1971. Meine Faszination mit der dunklen Seite begann schon während meiner Kindheit. Meine Mutter las mir gruselige Märchen vor, bevor ich ins Bett ging. Das war sicherlich der Grund für meine Albträume, in denen mich Monster verfolgten. Ja. Wahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Was wäre ein Ozean ohne Monster? Das im Dunkeln lauert. Sicher? Das wäre wie ein Schlaf ohne Traum. Okay. Werner Herzog. Okay. Na gut. 16. Dezember 1975. Das Jahr, wo mein Mann geboren ist. Okay. Mrs. Grant, I've found your sister. Mrs. Grant, ich habe Ihre Schwester gefunden. Dr. Edward Corwin hat sie für einen ungewöhnlichen Job auf seinen Sitz in Oregon eingestellt. Wenn Sie gehen möchten, dann tun Sie das umgehend. Ein Schneesturm zieht auf und wahrscheinlich wird man die Bergpässe sperren. Anstelle meines Autos fahre ich lieber mit der Seilbahn. Nehmen Sie sich in Acht. Mit freundlichen Grüßen, keine Ahnung. Das letzte Bild von Val, das ich noch habe, ob es sich sehr verändert hat. Okay, das ist eine gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Moment. Ich konnte auch gerade irgendwas machen. Nee, das konnte ich nicht machen. Okay. Ava sucht nicht nach mir. Okay, Val. Dominik Granz. Oh. Testament. Hilfe, hoffentlich stürzen wir nicht ab, denn inzwischen den Erdboden und mir ist nichts als Luft. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das kriegen wir ohne Probleme hin, oder? Es ist ja im Grunde nicht viel anders als jedes, Spiel sonst. Also von daher... Dominik Grans Testament. Okay, kann ich jetzt so nicht, nicht lesen anscheinend? Okay. Gut. Meinetwegen. Da komme ich so nicht dran. Das habe ich im Wald gefunden. Bring es bitte zum Fundbüro. Was ist denn das? Okay. Ja, meinetwegen. Ich brauche aber den Schlüssel. Personalschlüssel. Oh, was ist das denn? Die Jacke ist hier viel zu kalt, aber das ist ja auch irgendwie keine Ahnung. Oh. Was ist denn plötzlich hier? Bin ich da jetzt aus Versehen raufgekommen? Das war jetzt aber kein, keine Absicht. Ja, die hat definitiv bessere Zeiten gesehen. Was ist das? Schnalle? Ne, mit der Schnalle kann ich das wahrscheinlich nicht machen. Definitiv hat die bessere Zeiten gesehen. Okay. Das ist aber ihr Schal. Aber da komme ich so jetzt anscheinend nicht ran. Okay, okay. Dann schließen wir das Ding mal auf. Und dann habe ich so einen Kratzer hier. Das ist ja schon mal was. So, was muss ich jetzt hier machen? Okay. Platziere die Zahnräder in den richtigen Aussparungen. Achte dabei auf die unterschiedlichen Farben. Wähle und verschiebe Elemente der Maschine aus, um die Zahnräder zu verschieben. Okay. Achte dabei auf die Farben. Also im Grunde... Nee, warte mal. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir im Grunde nur... Ist das auch ein Zahnrad? Sind das auch Zahnräder? Das sind auch Zahnräder. Okay. Das hängt fest, das... Warum hängt denn das jetzt fest? Weil es nicht, Ach so, warte mal. Aber ich checke gerade nicht, wo sie rein sollen. Ich
Bin gerade ein bisschen verwirrt. Da doch? Hä? Also da muss definitiv was rein. Kann man das irgendwie übereinander ziehen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Also da muss wahrscheinlich ein roter rein. Definitiv. Aber... Ja. Keine Ahnung. Okay, da muss ein blauer rein. Jetzt müsste ich mal überlegen, wie das jetzt am besten funktioniert. Also... Wie soll denn das funktionieren? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. So. Aber... Warte mal. Hä? Kann ich das nicht noch irgendwie drehen? Ich kann das doch bestimmt irgendwie drehen, oder? Ja. Okay. Ja, gut. Okay, also ich kann das noch irgendwie drehen. So, müssen jetzt irgendwie die Möglichkeit... Na, willst du mich jetzt ärgern? Rein mit dir wieder. Die Möglichkeit finden... Moment. Dass wir auf jeden Fall das blaue Teil hier reinbekommen. Ne, nicht das blaue Teil, sondern das rote Teil. Das war jetzt ja Quatsch gerade. Aber wenn ich da das Dings raufschiebe... Also das ist ja schon für den Anfang ein schweres Spiel. Schweres Rätsel. Was da draufschiebe. Komme ich aber nicht wirklich... Moment. Nee, so... Dann haben wir zumindest schon mal das Rote da drin. So. Könnten wir das nochmal drehen? So. Dann drehen wir das. Nee, halt. Geht wieder zurück. So. Ach so. Ach so, ach so. Ich hab das, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Die müssen alle da in diesen gleichen Schlitz rein. Oh Gott. Ja. Okay. Geil. Nein, eigentlich ist es nicht geil. Doch, obwohl, ich glaube, ich habe gerade... Ne, Moment. Ich habe gerade herausgefunden, dass es doch einfacher gehen kann. So. So, und dann... Achso, wir müssen das ganze Ding drehen. Und dann so. Und dann drehen wir das. Und dann schieben wir dich schon mal da rein. So. Das haben wir dann schon mal. Und dann können wir dich da rein... Na. Nee, ich meine, so. So. Dann müssen wir das Ding hier drehen. Immer so drehen. Nur am besten nicht wieder zurückdrehen. Das wäre dann schon mal ganz gut. So. Einmal so. Jetzt das Teil drehen. Und na, dreh dich doch nicht wieder zurück, Mensch. Na komm. Na. So. Mein Gott. Also einfach ist was anderes. Definitiv, Leute. So, jetzt fährt sie zumindest weiter, die Bahn. Aber, ja. Okay. Ach so, okay. Kann ich das irgendwie... Na gut, mit einem Eiskratzer kann ich hier nicht sehr viel erreichen, wahrscheinlich. Okay. Aufgabe ab. Da ist das Versteck. Sieht ganz schön heruntergekommen aus. Okay. Ich bin auf jeden Fall am richtigen Ort. Ich muss mich beeilen, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Ja, was zum Glück sind Schrauben nicht gefroren. Hä? Was ein Glück, sind die Schrauben nicht gefroren. Und was bringt mir das jetzt? Hä? Okay.
Also, ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich hier den Abdreh ab Dings da hier mache, wa? Einmal kratz, kratz. Ach so. Sag das doch, dass ich das machen muss. Da, 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 da. So, jetzt kann ich das aufmachen. Und dann kriege ich eine Schere. Hä? Okay, eine Zange. Was war das? Es war viel größer als ein gewöhnliches Tier. Ja. Ich weiß nicht. Zange. Jetzt habe ich aber... Kann ich da die Treppe runtergehen, ohne dass ich da jetzt unbedingt... Ohne Absicherung ist das viel zu gefährlich. Mit der Zange kann ich mich aber nicht absichern, oder? Hm. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie sichere ich mich ab? Kann ich mit der Zange das hier irgendwie aufmachen? Okay, jetzt haben wir das schon mal. Plumps. Und dann dürfen wir mal ein bisschen suchen. So. Dartpfeile. Gürtel. Gürtel ist da. Buntstifte. Trillerpfeife. Untersetzer. Super, sehr viel, viel. Was haben wir da? Das ist irgendein... Ach so. Überall, wo ich jetzt gerade was weggemacht habe, kommt ein Bild zum Vorschein. Aha. Okay. Buntstifte? Habe ich nicht eben schon Buntstifte? Kapier ich gerade nicht. Ich habe doch eben schon die Buntstifte weggemacht. Die waren doch hier. Gibt es noch mehr Buntstifte? Ich muss hier raus. Okay. Aber... Ach so. Ja, guten Morgen. Da ist nochmal so ein Teil. Aber hier ist jetzt keins. Fotofragmente, da brauche ich noch zwei. Okay, eine Fliege. Ein Brief. Ich brauche noch zwei Fotofragmente. Warte mal, das ist nur ein Fotofragment. Also zwei brauche ich noch und das ist noch eins. So. So. Nein. Hä? Da gibt noch was dazwischen wahrscheinlich, oder wie? Moment. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das passt auf jeden Fall. Passt das zusammen? Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie... So, warte mal. Das hängt da auch schon. Ach, das sind zwei Fotos. Moment. So. Ja, nicht wirklich zwei Fotos. Ein Foto. Das ist Valerie und unser Vater. Sie hat ein schlechtes Verhältnis. Valerie und Dominic Grant. Okay. Verehrte Valerie, Sie wurden ausgenommen, um unsere revolutionären wissenschaftlichen Experiment bezüglich Ihrer Albträume teilzunehmen. Das Experiment findet im Arcadia statt. Bitte teilen Sie uns umgehend mit, ob Sie Interesse daran haben. Edward Corwin. Lüge. Okay. Was ist das? Warte mal. Das ist eine Uhr. Und das ist das. Okay, dann habe ich das. So, Moment, so. Und so. Und dann... 1, 2, 3? Das wäre ja ein bisschen einfach, oder? Oder man müsste danach gehen. A. I. Ich versuch's mal mit der 1. I. 9. 8. Ah, doch richtig herausgefunden. Und das Schloss. Hm.
Aber was genau brachte mir das, oder bringt mir das Schloss jetzt? Nein, das Schloss. Besitz von... Besitz von... Haben wir den Namen schon irgendwo gehört? Nee, warte mal. Vorhängeschloss. Besitz von... Also ich wäre jetzt ja von... Aber da... Man kann nur die oben... Okay. Also irgendwie... Wir kommen... Resort, Arcadia. Versuchen wir das mit. Nee, Quatsch, so rum. Arcadia. Hä? Arcadia. Es müssten drei A's sein. Das geht doch. Arcadia. Resort. Okay. Und welchen Sinn brachte mir das jetzt ein? Ich verstehe es gerade nicht. Ach so. Aus dem Glück, dass die Schrauben nicht gefroren sind. Sagt sie doch. Okay, das heißt, dass man da... Ich kann mit dem Schild da runterfliegen oder was? Runterstiegern. Jetzt ernsthaft? Ich bin auf jeden Fall im richtigen Ort. Ich muss mich beeilen. Eine Kette. Was bringt mir die Kette jetzt? Kann ich mit der Kette vielleicht da irgendwie runtergehen? Ah. Okay, Moment. Und dann klicke ich das Schloss da ständig ran, ne? Und dann geht sie jetzt runter. Okay. Wow, was war das denn jetzt gerade? Da hat mich irgendwas gehauen. Leute, irgendwas hat nach mir geschlagen. Habt ihr das gesehen? Was war das jetzt? Was war mit dir passiert? Keine Ahnung. Arcadia, mein Kopf, was war das? Ist da wer auf dem Balkon? Ja, anscheinend, ne? Well, that was quite a fall. Wow, das war ein ziemlich krasser right? Sturz. Geht es dir gut? You du bist sicherlich Vals Schwester. Sie hat mir oft von dir erzählt. Du musst die Stromversorgung vom Souvenirladen in das Haupthaus umleiten, sonst kannst du nicht eintreten. Wir haben ein hochmodernes elektronisches Schloss. Noch dazu brauchst du diese Zugriffskarte. Dann kommst du, dann kannst du reinkommen, sobald ich den Strom umleite. Okay. Okay. Er schmeißt mir jetzt also die Karte entgegen. Na gut. Zumindest weiß ich, dass Valerie noch hier ist. Okay. Okay, was haben wir hier? Die Münze komme ich nicht ran. Okay. Was ist das? Da komme ich auch nicht weiter ran. Nehmen wir an, zurück komme ich jetzt auch nicht. Das ist der Souvenirladen. Okay. Was haben wir hier? Okay. Ein Siegelring. Siegelring kann auch nicht schlecht sein. Was haben wir hier? Hier muss irgendwas rein. Okay. Und da muss ich... Da muss ich... Sorry, Leute. Da muss ich anscheinend eine neue finden. Okay, da komme ich jetzt nicht weiter. Und das Schloss ist ja zu. Das wurde ja gerade schon gesagt. Wobei da... Ich finde immer wieder seltsame persönliche Gegenstände im Wald. Sie sind hier immer wieder Leute verschwunden. Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Portemonnaie. Okay. Okay, das ist das Türklopfer. Okay. Portemonnaie. Die Schnalle abgefallen. So. Ah, cool. Da haben wir zumindest schon mal ein Geldstück. Was können wir damit machen? Was ist das? Irgendwas? Nützlich sein, ja. Das könnte vielleicht wirklich nützlich sein. Okay. Wir haben einen Türklopfer. Da kommen wir jetzt gerade auch nicht weiter. Also gehen wir zum Souvenirladen. Vor langer Zeit war dies sicherlich ein toller Souvenirladen. Das glaube ich auch. So, was haben wir da? Da ist eine Karte. Ich kann umsehen. Okay, cool. Jetzt habe ich eine Karte. Karte ist immer gut. So, wobei... Und da komme ich ja so jetzt noch gar nicht dran. Okay. Was ist das? Leere Taschenlampe. Okay, dafür brauchen wir natürlich jetzt erstmal...
Access nicht öffnen, ob es einen Code gibt. Sieh mal einer an. 13. Warte mal. Aber 8 plus 9 ist nicht 13. Es muss aber gleich 13 sein. Hä? Okay, warte mal. Gleich 13. Aber die 6 kann ich nicht drücken. Okay, Moment. 16. 4 und 9 sind 13. Ach nee, Moment. Jetzt habe ich das verstanden. Die? Ach, das müssen drei. Das müssen drei Zahlen sein. Ernsthaft jetzt? Okay. 7. Moment. Plus 1 plus 5 sind 13. Warte mal. 9. Nee. Plus 4. 9. Weniger 6 sind 3. Und plus 5. Oh. Cool. Okay. Was haben wir da jetzt? Eine Schneeflocke. Und? Was ist das? Eine Manschette. Okay. Okay, okay. Was haben wir hier noch? Was bist du? Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich die Nägel herausziehen. Okay, das richtige Werkzeug habe ich jetzt anscheinend noch nicht. Was haben wir da? Das muss ich wahrscheinlich machen. Was ist das? Passend, denn hier ist es eiskalt. Okay. Ja, okay. Eine Schneeflocke mit dem richtigen Werkzeug. Siegelring. Taschenlampe. Okay, warte. Da kann ich nicht reingucken. Aber ich glaube, ich könnte. Komme ich da vielleicht mit dem Manschettenknopf rein? Nee, da komme ich nicht mehr mit dem Manschettenknopf rein. Damit vielleicht? Ich kann man die Münze nicht rammen, okay. Die Wurzeln zu entfernen könnte schwierig sein. Ja, bringt mir ja nichts, wenn da. Ups, okay. Ja. Eine Batterie könnte mir weiterhelfen, wenn ich eine hätte. Okay. Was haben wir hier? Okay, das haben wir ja noch nicht. Das heißt, ich kann das wohl wegmachen, bringt mir aber jetzt nicht sehr viel. Okay. Da komme ich so nicht weiter. Bringt, glaube ich, nichts, wenn ich die Karte da reinstecke. Weil ich die Stromversorgung hier erstmal wieder in Gang bringen muss. Also, was haben wir da? Ich kann aber auch jetzt irgendwie nur dahin. Was ist da oben? Da oben ist gar nichts. Und da ist halt eben nur das. Mit der Schneeflocke kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht das Ding da irgendwie rausziehen oder so. Mit dem Türklopfer? Nein, mit dem Türklopfer geht das auch nicht. Okay, ich guck mal kurz auf der Karte. Ich bin... Wo bin ich denn? Das bin ich wahrscheinlich, oder? Legende. Aktueller Standort, aktuelle Aufgaben. Hier gibt es etwas zu tun. Okay. Zu viel. Achso, okay. Das war jetzt ein bisschen blöde, aber gut. Ich kann hier aber gerade nichts weiter machen. Ich habe nur eine Münze. Okay, jetzt, Türklopfer. Okay, ja, cool. Auf die Idee hätte man natürlich vorher schon mal kommen können, mit einem Türklopfer vielleicht da das Zeug wegzumachen. Ich meine, hey, macht man ja immer. So, mal weiter bitte wegmachen alles hier. So, was haben wir da? In Erinnerung an unseren Sohn Edward, erster Geburtstag, Corbin-Familie. Edward Corbin, der Mann, der Valeria zum Experiment eingeladen hat. Wenn das Arcadia nur eines der vielen Resorts der Familienbesitzes ist, warum haben sie seinen Geburtstag denn hier gefeiert?
Tja, das ist eine gute Frage. Was hat er im Mund? Das kann ich dir auch nicht sagen. Okay, ein Schlittschuh. Den hat er wahrscheinlich nicht im Mund gehabt, aber... Was haben wir denn hier noch? Vereistes Logo. Okay, aber zumindest können wir den schon mal dahin tun. Und dann? Dann kann ich auf Suche gehen. Willkommen in Arcadia, dem bekanntesten Spa der USA. USA. Okay. Ein Stückchen Himmel, das in den Wäldern voller Tanzapfen liegt, die in der Nähe der heißen Quellen sind. Tanzapfen? Stückchen? Was würde man denn als Stückchen sehen? Die verjüngende Qualität unserer Quellen liegt an dem besonderen Mineral, das im Wasser zu finden ist und von medizinischen Experten bewiesen wurde. Okay. Mineral. Das hatten wir schon gesehen, aber Mineral. Mineral. Könnte ja das hier vielleicht sein. Selbst ein paar Sternchen der Filmindustrie lobten das Resort in den höchsten Tönen. Okay. Wir brauchen 5 Sterne. 2 haben wir schon mal. Okay. Das geht auch noch auf. Da ist noch ein Stern drin. Okay. Warte mal. Nicht, dass wir es wieder zumachen. Da ist noch ein Stern und da ist noch ein Stern. Okay. Ihre Besuche in Arcadia waren wichtig für die Instandhaltung ihrer Jugend und Vitalität. Das? Moment. Das? Und das? Das Arcadia war von Grund auf von Christopher Corvin gebaut worden. Er war ein sehr bekannter Hotelier und Besitzer des Corvin Resorts. Hat denn hier irgendwas damit zu tun? Auf. Hier entlang. Achso. Christopher Corvin sagt immer wieder, dass es auf der ganzen Welt kein zweites Hotel gab, das er als seine Heimat ansah. Dasselbe galt auch für seine Frau und seinen Sohn. Okay, das ist das wahrscheinlich hier. Okay. Jetzt haben wir hier noch so ein Tier. So ein Bären. So, okay. Okay. Magnet. Mit dem Magnet müsste ich ja vielleicht, da läuft ja lief gerade ein Käfer. Igitt. Kriege ich damit das raus? Yay, ich habe Geld gekriegt. Und so. Okay. Ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle eben einen Cut machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.